Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Science Vlog. Mein Name ist Lukas und das ist der sogenannte Gegeneinanderkreisel. Eine korrekte Durchführung des Gegeneinanderkreisels oder auch Neandertalerkreisel genannt, beschreibt die sich aufbauende, potenzierende Geschwindigkeit und damit auch Belastung. Korrekt angewandt geht es darum, den abzulösenden Fahrer mit einer Geschwindigkeitserhöhung zu torpedieren, sodass dessen Einkehr in den Kreisel maximal verhindert wird. Diese Prozedur wird so lange durchgeführt, bis einzelne Fahrer den Kreisel nicht mehr standhalten können. Das Ganze gipfelt dann in einem maximal laktativen Finale, bei dem das Abreißen des vorletzten Fahrers das Ende des Kreisels einläutet. Der Gegeneinanderkreisel dient dazu, die Fähigkeit der einzelnen Truppenmitglieder und dessen Hierarchie darzustellen. Gegeneinanderkreisel. Ein neuer Blog, ein neuer Tag als Coach des Colonia Kids Teams und hier wird noch fleißig, wurde gerade fleißig aufgepumpt. Mir wird gleich noch die Brille rausgereicht. Danke, Lennart. Denn heute haben wir was Besonderes vor. Wir fahren gleich zum Rand darüber. Dort wird noch ein bisschen was in den Abfahrten in der Kurvenlage optimiert. Wir werden das Ganze gleich mit aufzeichnen und ich werde dann noch mal erklären, was wir gleich im Detail machen werden. Es wird auf jeden Fall sehr spannend und der auch richtige Luftdruck ist auf jeden Fall heute sehr, sehr entscheidend dafür. Bist du vorbereitet, Nolli? Top. Geht los. Natürlich jetzt hier auch wieder fantastische Bedingungen hier mit unser Vorhaben. Es ist definitiv keine 6 km/h Wind am Start. Und Regen ist das nicht, aber so richtig schön sieht es auch nicht aus. Den Scheiß an. Oh, lala. Wir können das auch mal langsamer machen. Ich hatte euch gestern ja gesagt, ich würde noch ein bisschen erzählen am Rande, was wir in den Abfahrten tun. Dazu kam es leider nicht, weil es war deutlich zu kalt, um sich da allzu lang aufzuhalten. Daher nochmal heute das Recap. Wir sind gestern am Rande, haben wir Inhalte gefilmt für unseren Mitgliederbereich, für unsere Science-Coaching-Athleten, um denen so ein bisschen beizubringen, wie man vielleicht eine Kurvenlinie optimieren kann, Kurventechniken optimieren kann und vielleicht so ein bisschen auch die Sicherheit in Abfahrten gewährleisten kann und auch verbessern kann. Die genauen Inhalte werden dann unsere Science-Coaching-Athleten im Mitgliederbereich einmal sich anschauen können. Step by Step einmal Kurventechnik optimiert. Was sind die wesentlichen Faktoren, um die Kurvenlage so ein bisschen zu beschreiben und wie funktioniert das Ganze eigentlich technisch? Für heute habe ich mir vorgenommen, ein intensives, straffes Trainingsprogramm zu fahren. Und zwar die große Challenge, die 30-30er. Also 30 Sekunden schnell, 30 Sekunden Pause bei VC Max IE-Intensität möchte ich mal sukzessive versuchen zu steigern. Das Ganze werde ich gleich versuchen, in einer größeren Tour in die Strecke mit einlaufen zu lassen und mit dem Moxie, also unserem Sauerstoffsättigungsgerät, mal zu schauen, ob ich eine Art Steady State hinbekomme. Also eine Art Gleichgewicht aus entsättigender Phase, also starke Sauerstoffnutzungsphase, was den hochanaeroben Prozess reflektiert, und einer Refill-Phase in den Pausen. Im besten Fall würde ich sogar generiert bekommen, dass mein Körper
ein Gleichgewicht herstellt aus entsättigend und refillend des Sauerstoffgehalts, des Sauerstoffprozent und Sauerstoffgehalts des Muskels. Wenn dem nicht so ist, werde ich krachen gehen. Wenn dem so ist, werde ich es nicht entspannt durchbekommen, aber auf jeden Fall kontrolliert durchbekommen. Und ob das Ganze so aussieht, das werde ich euch gleich nochmal im Training mitzeigen. Aber bevor ich mich gleich zum Training aufmache, wird das Bike noch eben schnell geputzt. Und dann genießen wir einmal heute die Sonne und schauen mal, wie viele 30-30er ich heute umsetzen kann. Das Mindestziel wäre 3x20 x 30-30. Richtig gut wäre 4x20 x 30-30. Und wenn ich sogar noch erweitern könnte, dann würde ich meinen Rekord an 30-30ern toppen. Schauen wir mal, wie viele Intervalle werde ich heute absolvieren können. This is the fresh out of the oven with the baker's dozen. Watch a rabbit turn to nothing at the hands of rubbish. A couple crutching with the bait still can't catch us. And it's just my luck that my year of coming up, I still been raising a tear up above weak-minded politicking. Oh yes, Leute, es ist herrliches Wetter. Es ist ein Tag nach unserem Corning-Shooting. Das hat richtig Bock gemacht. Ihr habt, glaube ich, schon ein bisschen was gesehen, die ersten Sneak Peaks. Wie gesagt, für unsere Coaching-Inhalte, für unseren Mitgliederbereich, für unsere Science-Athleten bereiten wir da einiges vor, dass man optimiert um die Kurve fährt, dass man ein bisschen gewisse Sicherheit mitbringt. Wie gehe ich das Ganze technisch an? Was heißt überhaupt Druck aufbauen? Wie muss ein Reifen aufgepumpt sein? Wie muss der Balken? Und warum stürze ich eventuell, wenn ich das nicht richtig mache? Das werden wir alles im Mitgliederbereich erklären. Und jetzt, heute, einen Tag später, habe ich richtig Bock. Es ist richtig gutes Wetter. Und ich habe mir die ganze Woche schon eine Einheit aufgeschrieben, die ich unbedingt machen wollte. Heute geht es für mich nämlich auf die 3x, eventuell 4x, 20x 30-30 hier eingeblendet. Das bedeutet, ich versuche 60 bzw. eventuell sogar 80 Wiederholungen 30 Sekunden on zu fahren und 30 Sekunden off. Mit einer Leistung von 400 plus. Ihr hört, es ist eine extreme Herausforderung. Was will ich damit bezwecken? Naja, ich möchte so ein bisschen heute mein glykolytisches Fast-Twitch, schnell zuckendes Fahrsystem rekrutieren, frequentiert, immer wieder zu rekrutieren und dadurch ein bisschen sukzessive zu ermüden, morgen ein langsames Lichttraining draufzupacken und dadurch zu versuchen, dass ich eine gewisse Fatigue-Resistance aufbaue. Das Ding ist nur, warum muss es so viel sein? Warum muss das so intensiv sein? Wirklich Fast-Twitch-Fasern ranzukommen, reicht das nicht aus, mich im Fatmax-Sweet-Spot-Bereich rumzudümpeln, sondern ich muss halt wirklich Intensität drauf geben. Ich muss in den Bereich rein, wo alle Fasern rekrutiert werden, alle Fasern aktiv sind. Denn nur so werde ich diese Fasern nutzen und letztendlich auch ermüden können. Das ist das, was ich mir wünsche als Vorbereitung für meine Crit Races. Ey Leute, das ist so witzig. Es geht ja hier um gar nichts. Es geht ja nur darum, das Training zu schaffen. Ich könnte auch einfach abbrechen. Ist ja gar kein Problem. Aber ich bin verdammt nochmal nervös gerade, einfach jetzt auf Lap zu drücken und loszufahren. Ich stehe gerade vor so einem Wasserbecken und springe nicht rein. Und alle schreien, spring, spring. Na gut. Die ersten 20 sind absolviert. Ich bin mit ungefähr 410, 430 glaube ich zwischendurch mal angegangen und habe gemerkt, das war ein bisschen zu viel. Die Sauerstoffsättigung war zeitweise jetzt am Ende noch bei 6%, also im einstelligen Bereich. Das bedeutet, kein Gleichgewicht, müsst ein bisschen reduzieren und schauen wir mal, ob es gleich im nächsten Satz ein bisschen besser funktioniert. Mir ist schlecht. So, den zweiten Satz habe ich jetzt einmal splitten müssen. Warum? Weil meine einzige Pflegungsoption jetzt nach 10 Wiederholungen möglich war und ich ein bisschen befürchte, dass ich sonst mit dem Wasser leerlaufe. Die erste Fast-Cup-Flasche ist Intus. Das erste geht auch, beide sind ganz gut. Langsam wird es, muss ich sagen, besser. Jetzt haben wir meinen zweiten 10 hinterher. Kurze Pause und dann geht's in den nächsten 20er-Block.
glaube, ich bin heute auch Letzter. Also Letzter an Sakalobra. Ich habe seit bestimmt 40 Kilometern niemand mehr überholt. Ich glaube, alle sind schon auf Abmarsch. Das heißt, ich muss Gas geben. Nicht, dass hier gleich die Sonne untergeht und ich dann dunkel nach Hause fahre. Also, ich habe noch ein paar IAs zu tun. Danke. Oh, das ist hart. Gott. Bitte bei Nummer 68. Okay, Zwischenfazit. Es wird langsam echt dunkel und ich habe wirklich 88 Intervalle geschafft bisher. Und wenn es jetzt 5 Meter flach nach Hause geht, haue ich noch meine letzten 12 oben drauf. Dann habe ich 130-30er gemacht. Okay, kleine Zwischeninfo noch, damit das nicht einfach nur ein Video ist, wo ich mich mit 100 IEs wegballer. Wir wollten ja auch ein bisschen gucken, was das mit einem macht. Und mir ist aufgefallen, dass wenn ich am Berg 30-30er fahre und ein bisschen Zug auf Muskel habe in 30 Sekunden Entlastung, dass ich deutlich tiefer in Sättigung komme und nicht so ein Gleichgewicht bekomme. Dagegen, wenn ich in der Flachen fahre, das Gefühl habe, sobald ich das Drehmoment ein bisschen rausnehmen kann, dass ich immer mich super gut erhole und das Gefühl habe, auch nach 17 Intervallen noch hinten raus leisten zu können. Das war auffällig. Ich hatte jetzt eine etwas längere Pause, weil ich den Abfahrt natürlich jetzt nicht fahren konnte. Das heißt, ich habe noch die letzten 12 vor mir. Stellt euch an der Stelle einfach vor, wie ich wieder over-under fahre. Also das, was ihr die ganze Zeit schon gesehen habt. Und werde noch einmal mir 12 IEs rausschrauben, um irgendwie auf die 100 zu kommen. Die letzten 4 übrigens komplett auf Krampfbasis. Hab's aber irgendwie geschafft, 100 Intervalle 30-30er absolviert. Ach du Schande, Leute. Es war nochmal so viel härter, als ich dachte. Unglaublich. Boah, ich habe so lange gezweifelt gerade. Ich habe einfach ungelogen in Wiederholung 96 in beiden Beinen einfach einen Krampf bekommen. Musste da echt auf den lockeren Stücken easy machen, Bein ausschütteln und die letzten 4 dann irgendwie durchzubringen. Jetzt wollte ich es aber auch wirklich von Sinnhaftigkeit an der Stelle. Kann nicht so viel Rede sein. Auf jeden Fall waren es interessante Daten, das kann ich schon mal sagen. Und jetzt genieße ich einfach den Sonnenuntergang hier. Kommen wir mal zum Analysepart. Warum das Ganze? Ich hatte euch ja gesagt, ich wollte ganz gerne ausprobieren, wie sich diese Intermittent-Belastung und die akkumulierte Zeit in der Intermittent-Belastung auf mein Fast-Switch-System oder zumindest auf meine Physiologie auswirkt. Also die Zeit zu maximieren, die Zeit zu erhöhen, wo ich oberhalb von 400 Watt stattfinde. Warum das Ganze? Das sehe ich hier nochmal einmal in dem Faserrekrutierungsmodell von Magliszko. Ihr seht also, die Fast-Switch-Fasern werden nur bei hoch anaerober Intensität auch wirklich beansprucht. Das heißt, immer wieder da reinzukehren, immer wieder da reinzugehen. Warum 30-30er? Weil ich weiß, dass ich bei 40-20er nicht so viele schaffen werde, weil das 2-1-Trainingsverhältnis aus 40 Belastung, 20 Entlastung dazu führt, dass ich früher abbrechen muss durch eine zu starke Übersorgung meiner Muskulatur. 30-30er kriege ich besser gewuppt, wenn wir ein Steady State sehen können, wie ich es zwischendurch gezeigt hatte. Wenn nicht, wie beim ersten Satz, dann ist das ein unglaublich harter Tag. Wenn ich ein Steady State erreichen kann, dann geht das deutlich besser. Ich hatte mir erhofft, dass die Fast-Twitch-Rekrutierung doch deutlicher runtergeht im Finale dieser Trainingseinheit. Interessanterweise war bei den letzten 4-5 Wiederholungen dann doch wieder fast ein einstelliger Bereich möglich, was dann doch wieder impliziert, dass ich irgendwie nicht ganz so die Hemmung der Fast-Switch-Phase erreicht hatte. Aber es ist eine sehr interessante Einheit gewesen und ich kann euch sagen, die nächsten 3 Tage, als ich die Speicher wieder aufgefüllt hatte, hatte ich wirklich ein Standgas. Es fühlte sich an, als hätte ich meinen Sweet-Spot- und Threshold-Bereich dadurch, auch wenn es mit der Brechstange war, es war definitiv mit der Brechstange, hätte ich den Threshold-Bereich ein bisschen optimieren können, ein bisschen nach oben arbeiten können. 5 Tage später war ich wieder in Deutschland in Köln unterwegs und bin in Anstiegen noch nie so leichte Sweet-Spot-Intervalle gefahren, muss ich zugeben. Also irgendwo hat es dann schon einen Effekt gezeigt. Abschließend muss ich aber sagen, es fühlte sich 1:1 an wie ein intensives Gravel-Rennen und ich war die nächsten 2 Tage doch muskulär ziemlich angeschossen. Das heißt im Umkehrschluss, effektiv, ja,
sinnvoll und effizient für eine weitere Trainingsplanung? Auf keinen Fall, weil es haut dich härter raus, als eigentlich sollte. Dennoch kann man sehen, die 3x20x30x30 oder 4x20x30x30 haben schon gewisse Effekte, wahrscheinlich in der Ökonomisierung der Thresholds-Bereichs, und kann so manchen Athleten dann doch so ein bisschen in dem Bereich nach vorne schmeißen. Und diese Einheit werdet ihr nicht zum letzten Mal gesehen haben. Wir werden das Ganze nochmal zu Hause in Köln wieder näher analysieren, ausprobieren und noch mehr Informationen sammeln und dann mal gucken, ob wir euch da ein passendes Trainingsprogramm zusammenbasteln. Für weitere Informationen abonniert gerne den Science-Kanal und schaut auch noch auf die weiteren Videos der Science in Practice Vlog-Serie. Wenn du Fragen zu diesem Video hast oder zur Trainingseinheit, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare und ich werde sie dir beantworten. Und dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns bei einem der nächsten Videos. Macht's gut, bis bald, tschüss, euer Science-Team.